Wir geben dem Pferdchen mal den üblichen Namen. Und dann schnitze ich mir noch schnell einen Sattel. Sobald mir eingefallen ist, welcher Tisch das dann wieder war. Der war es nicht, der war es. Es ist immer gut, dass die immer so alle so unglaublich gleich aussehen fast, wenn man nicht richtig hinguckt. Den bräuchte ich noch. Ist natürlich Canvas, ist ein bisschen suboptimal gewesen, dass wir den Server wirklich wieder resetten mussten. Ging aber nun mal halt nicht anders, weil ich denke mal, wenn ein Spieleentwickler schon auf den offiziellen Servern Wipe macht, dann sollte man den auf den privaten Servern auch machen. Weil die machen das ja nun mal halt nicht umsonst. Okay. Man kann es auch, glaube ich, mal eben kurz zeigen. Es gibt nämlich seit dem neuesten Update gab es natürlich wieder neue Gebäude. Kannst du bitte einfach mal stehen bleiben, danke. Wenn man auf Contracts geht, das letzte, was ja, glaube ich, war, ist ja das Hotel gewesen, ja? Jetzt gibt es nämlich noch die Blackfin. Das kostet auch 3000, ist auch ziemlich teuer. Bin ich dann natürlich auch mal gespannt. Oh nee, jetzt komm. Das Einzige, was mich gerade immer noch stört und was ich nicht verstehe, warum die das nicht endlich mal einbauen, das sind so diese Baustücke, diese Bauteile, die einfach so typisch sind, weißt du? Das heißt, es gibt immer noch keine Schwingtüren. Ja, alles Mögliche, diese Schwingtüren oder eben halt diese ganze Außenfassade, die du normalerweise im Wilden Westen wartest, weißt du? Ja. Das ist irgendwie alles, das ist alles nicht da. Ich vermisse das irgendwie voll. Ich weiß gar nicht, warum die das nicht endlich da reinbringen. Das sind irgendwie so essentielle Sachen, weißt du, die sagen dir, du sollst Städte aufbauen. Du kannst die Städte aber nicht so aufbauen, wie du willst, wie sie aussehen sollen, ne? Ja, drum wollte ich das ja jetzt mal ausprobieren, ob man es wenigstens halbwegs so in die Richtung bekommt, wie ich. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das daran liegt, dass ich beim letzten Mal ums Verrecken kein geschlossenes Dach draufgekriegt habe. es wollte sich aus irgendwelchen Gründen oben nicht schließen lassen. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe es 100-mal probiert, abgerissen. Ich habe es aber auch ein paar Mal gehabt. Es ging einfach nicht. Du konntest bestimmte Sachen einfach nicht setzen, ums Verrecken nicht. Sag mal, hast du zufällig noch irgendwie 4-mal Hanf oder 1-mal Canvas irgendwo rumliegen, weil ich würde mir gerne noch einen Sattel bauen? Ach, aus der Kiste hast du alles rausgenommen, ja? Ja. Nee, Hanf habe ich nicht mehr. Ach, hier war doch irgendwo in der Nähe, war doch Hanf. Ich bin gerade am... wahrscheinlich wieder strategisch in die falsche Richtung. Wie immer halt. Ich glaube sogar ja. Ja, weißt ja, wie das bei mir ist. Ich meine, hier oben war noch irgendwo Hanf. Du bist aber leider schon seit heute Vormittag unterwegs, alles schon weggesnifft. Er sollte ja dann schon irgendwann mal wieder nachwachsen, aber das ist natürlich... Ist klar. Sollte, hätte, könnte. Oh. Ja, okay. Irgendwo hier in der Nähe ist auf jeden Fall Hanf gewesen. Kann man doch gleich mal die Schrotflinte ausprobieren. Ja, moin! Ja. Mit 2 Kugeln ist er weg. Ja, ja, du weißt, was ich von deinen Mengenangaben halte. Die sind nicht alle gleich. Ich kann da nichts für. Das ist das Spiel. Hanf, by the way? Hallo? Wo hat er denn seine Plantage? Wo habe ich sie denn wieder versteckt, Hümmer? Was? Wie, wo, was, Wolf? Wo? Ich weiß es noch nicht so genau. Hinter dir. Jetzt rennst du, bevor ich jetzt aber noch weiter meine Munition hier wegknall, nehme ich lieber die Pistole in der Hand. Ist besser.
Warte mal, da drüben könnte vielleicht eventuell. Nee. Oder doch? Ich wollte doch schon sagen, irgendwo hier in der Umgebung ist Hanf gewesen. So. Jetzt soll es aber reichen. Natürlich nur, dass das reicht. Ja, ja, müsste. Ich brauche nur vier. Mir geht einfach nur ein so ein Stück von diesem komischen Hanfballen ab. Your Mount has gained Level 4. Ist so super, da ich noch immer drauf sitze. Praktisch. Schön weiterrennen. Ach so, das ist wahrscheinlich das, was ich irgendwo stehen gelassen habe, kann sein. Wenn das jetzt den ganzen Weg zurückrennt. Und das so weit weg? Ja, war schon ein Stückchen. Sollte es aber so. Ah, er wurde schon wieder fast dran vorbeigerannt, ey. So, dann sollte man sich doch jetzt. Moment, ich brauche erstmal noch einen so einen Lappen. Dann reicht es hoffentlich für den Sattel. Denk mal, als Spawn Point kann man das hier eigentlich gut stehen lassen. Ja, also bis das Haus dann jetzt mal steht. Problem ist, dass wir halt auch nicht zu weit wegrennen sollten, weil sonst latscht man die ganze Zeit. Wobei, gut, ich werde mir wahrscheinlich dann beim Haus auch gleich wieder so eine Station hinstellen. Das ist halt dann immer ganz gut, wenn man hier eben schnell herlatschen kann für alles, was ja, ja, im klar. Moment fehlt. Ja gut, die Sache ist natürlich jetzt, wir müssen erstmal eine vernünftige Stelle finden jetzt. Ja? Das ist, ja, wenn jetzt wieder so eine Berg- und Talfahrt hast, dann kannst du es ja schon wieder vergessen. Ja? So, wo ist jetzt mein Hottie? Da ist mein Hottie. Das kriegt jetzt erstmal einen Sattel, der dann hoffentlich beim nächsten Mal immer noch da ist. Das funktioniert bis jetzt. Okay, warum wird jetzt der nicht angezeigt? Den Sattel musst du erst ins Inventar packen, um vom Inventar dann auf den Sattelslot. Ach, da bitte ist er hingerutscht. Alles klar, ich hab's gerade nur nicht gesch... Es ist total unlogisch, aber ist egal. Ja, da. Es muss einfach so sein. So. Jetzt mal bitte raus. So. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wo wir uns am besten hinpflanzen. Also wenn wir jetzt hier darüber gehen, kommen wir in Richtung FPS-Einbruch, ne? Das sollte man vielleicht eher nicht machen. Ja, ich glaube ja. Könnte man in Richtung Gebirge, Waldgebiet da hinten mal rüber. Ja. Würde ich jetzt spontan. Ist da ja irgendwas. Spontan auch mal vorschlagen. Mal schauen, was da so kommt. Also ich muss sagen, performance-technisch hat sich doch ein bisschen was getan, glaube ich. Das läuft flüssiger. Ach nee, ich habe jetzt keine Lust für. Nee, da habe ich jetzt aber auch keine Lust auf. Einfach mal die Sporen rein. So. Ich meine, grundsätzlich wäre die Gegend hier schon nicht so verkehrt. Das ist jetzt, ob man jetzt so ein richtig ganz komplett flaches Stückchen, weiß ich nicht, da müsste man glaube ich wirklich in die Wüste gehen. Das Problem ist ganz einfach, es wäre alles viel, viel einfacher, wenn im Endeffekt, wenn du die Gebäude setzt,
dass der den Boden dann automatisch plan machen würde. Mahlzeit. Lass ruhig reden, ist nicht schlimm. Nehmen wir auf, aber passt schon. Schon ist er ruhig. So kriegst du eine Frau still. Ton mehr. Genau, laber nur, aber wir nehmen halt auf. Vollkommene Ruhe. wie gemein. Wolltest du nicht nur nach Ikea fahren? Hat sich erledigt. Oha. Ja, deine Kreditkarte ist leider leer. Tja, bin schon da. Genau. Auch nicht schlecht. Aber die Gegend hier fände ich eigentlich nicht schlecht. Was mir das Einzige, was mich hier stört, ich hätte gern irgendwie Wasser, weil wenn du nämlich ins Wasser so eine Reuse schmeißt, dann hast du auf ewig was zu futtern. Musst du nicht dauernd deine Munition beim Jagen verschwenden. Stimmt natürlich. Aber ich weiß nicht, ob es hier irgendwo Wasser gibt, weil hier. Lass mal ein Stück weiter vorne gucken. Vielleicht ist da irgendwo. Es muss ja nicht viel sein. Es würde ja erstmal reichen. So ein kleiner See oder sowas wird ja schon reichen. Ja, das stimmt. Weil ich glaube, so super planiert eben kriegst du wahrscheinlich nirgendwo. Also das kannst du wahrscheinlich. Das wird es auch nicht geben. Knicken. Das wäre ja alles normalerweise gar kein Thema, wenn du die Gebäude setzen würdest, wenn der den Boden automatisch so ein bisschen platt machen würde. Dann wäre das ja kein Ding. Ne. Aber manchmal hast du da ja wirklich, das sieht ja grausam aus. Das kannst du ja nicht so lassen. Aber hier gibt es scheinbar kein Wasser. Das ist blöde. Ne, da ist soweit nichts. Geh jetzt hier mal gerade ein Stück weiter. Okay, hier wäre Wasser. Hier ist ein Fluss. Aber da ist es halt dann auch nicht mehr ganz so eben. Ah, da hinten bist du, ja. Ich bin mir unschlüssig, komm mal gucken. Kommen Sie mal gucken! Komm mal bei die Mutti gucken! Ich komme! Bin ja schon dabei. Ja, auf jeden Fall schon mal Wasser. Das ist. Weiß ich nicht, ob das hier schön ist. War auf der anderen Seite, aber dann sind wir so weit weg vom Ding, das ist auch wieder irgendwie blöd. Vom Ausgangspunkt. Gut, Wasser ist natürlich jetzt klasse. Davon ab, das ist jetzt. Der Wasser wäre da genug. Aber ist uns das eben genug? Man hätte ja eine Schaufel. Vielleicht könnte man das damit ja den Boden eben machen. Ich weiß ja immer noch nicht, wofür diese Schaufel überhaupt. Ich wollte gerade sagen, wenn du weißt, wie man die Schaufel benutzt und wofür die gut ist, ich habe es nämlich noch nicht rausgefunden. Da steht nur in der Beschreibung, dass du da Dreck mit schaufeln kannst. Was genau man mit diesem Ding macht, keine Ahnung, weiß ich nicht. So weit war ich dann auch schon. Ich habe mir ja eigentlich erst gedacht, dass man die Schaufel vielleicht irgendwann nach irgendeinem Patch benutzen könnte, um irgendwie einen Boden gerade zu machen oder Löcher zu graben, keine Ahnung, aber irgendwie passiert da mit dem Ding nichts. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, gefällt uns das jetzt hier? Ich schaue mir das mal gerade auf der anderen Seite an. Vielleicht haben wir auf der anderen Seite ein bisschen mehr Glück. Übrigens für die Leute, die gerne mal auf dem Server spielen würden, oben unter der Nord-Süd-Ost-West-Anzeige steht übrigens die Server-IP und der Name. Da gerne mal vorbeikommen. Super, da ist gleich mal ein Bär. Das ist mal der Empfang, den ich mir gewünscht habe. Er ist Gott sei Dank noch weit genug weg. Der haut aber auch ab, ja? Ja, der geht schon. Naja, eben ist halt immer so relativ, ne? Ja, hier ist alles, aber nicht eben. Scheiße. Naja, es wäre nur der Fleck hier. Was ist denn hier vorne?
Ja, das ist wirklich... Ja, da ist er vorne eben wie Sau. Weil das hier ist... Keine Ahnung. Weißt du, das ist jetzt schon wieder, wenn diese ganzen Steine hier wenigstens jetzt weg wären, dann könnte man das ja schon wieder, dann wäre es ja schon wieder fast in Ordnung. Ja gut, das stimmt natürlich. Vielleicht können wir einfach die Schaufel nehmen und hauen einfach so lange auf die Steine, bis sie weg sind. Siehst du, du hast einen Narren an der Schaufel gefressen. Ja, ich will endlich wissen, was es mit dem Ding auf sich hat. Ich guck gleich mal, vielleicht können wir dir auch irgendwo in der Werkbank noch ein paar Förmchen bauen, dann kannst du dich auf Schlamm setzen. Das wäre jetzt wirklich wieder eine super Stelle gewesen und die ist jetzt wieder voll mit den Steinen. Ja, das ist... Mhm.